Guten Abend, meine liebe Beyblade und YouTube-Community da draußen. Ich fange heute mit meinen Wunschkämpfen an. Ich mache ein Best-of-3-Match, weil ich erstmal alle Wunschkämpfe gern abarbeiten möchte. Noch ist dazu, dass ich leider einen Wunsch von unserer Galaxy Libra nicht erfüllen kann, weil sich der gute alte... Ja, jetzt habe ich den hier irgendwo hingeworfen... Der gute alte Ultimate Metro El Drago Assault leider ein bisschen extrem aggro in der Arena hatte und da einmal hier hintergreifen und deswegen konnte ich mit ihm leider keinen Kampf machen, weil wenn ich ihn als erstes reinsetze, dann hat er schon leider zu viel Spin verloren, weil er eine extreme Flat hat. Und deswegen konnte ich ihn leider nicht benutzen. Aber vielleicht, wenn ich irgendwann mal eine andere Person mit auffinde, kann die ihn ja starten lassen. Und ja, aber zum Glück hat sie sich ja zwei Kämpfe gewünscht. Das ist einmal der Poison Surafa gegen den lieben Twisted Tempo. Anfang tue ich hier mit Twisted Tempo. Da, ich denke mal, Twisted Tempo ja ein bisschen größere Ausdauer hat. So, oh, beide schenken sich nichts. Aber das sieht eher aus, dass die Angriffe kommen von Surafa, aber wie wir den Twisted kennen, blockt er sie mit seiner fetten Twisted Scheibe. Blockt er sich ganz gut ab. Oder war es die Tempo? Ich weiß es nicht mehr, Entschuldigung. Und da geht auch schon der erste Punkt an unseren lieben Twisted Tempo. So, jetzt starte ich als erstes Poison. Ach ja, da fehlt ja noch ein Bay. Entschuldigung. So. Der erste Angriff kam, glaube ich, von Tempo. Und jetzt tanzen sie wieder aneinander rum. Ja, bisschen Berührung. Jetzt geht's wieder ab. Wieder versucht Poison ihn ein bisschen. Also Poison Surafa. Und da kommt der zweite Punkt auch für unseren lieben Twisted Tempo. So. Der nächste Kampf ist ein... Oh, mal wieder unser Twisted Tempo. Gegen unseren lieben Ray Striker. Anfang tue ich ja auch wieder mit Twisted Tempo. Und Ray Striker kommt sofort nach. Wow, das war ein fetter Angriff von Ray Striker. Da muss ich schon meine Kamera festhalten, also mein Stativ, dass es nicht hier runterfällt. Weil leider bei der zweiten Ausnahme, beim letzten Kampf, ist mir die Kamera nämlich volle Möhre in den Kampf gefallen. Und da haben wir auch schon einen Sieger. Das ist nämlich der Twisted Tempo. Und jetzt weiß ich es auch wieder. Das ist nämlich die Scheibe, also der Metal Wheel heißt nämlich Twisted. So, jetzt habe ich es. Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht weiß, ob es jetzt der Metal Wheel oder der Fusion Wheel war. Fusion Wheel, so haben wir es. So, als nächstes starte ich den lieben Ray in den Kampf. Oh, da ging es wieder ab. Man merkt auch richtig, wenn Twisted in die Arena kommt und ein Bay schon drin ist, dass der andere Bay sogar schon ein bisschen hochfliegt. Und da geht auch der zweite Punkt an unseren lieben Twisted Tempo. So, der nächste Kampf kommt. Das war gerade der Kampf von Ray Token. Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Der nächste Kampf ist, das weiß ich, ein Kampf, wo ich jetzt nicht weiß, ob es der Wolfi oder der Extreme war. Auch beide auf dem Spielepirat.de Forum Board zu finden. Guck mal unter board.spielepirat.de nach. Der nächste Kampf wird sein ein Termala Surtra gegen ein
Flame Serpent. Mal gucken, welche Eidechse oder welche Reptilienart, muss man ja sagen, bisschen stärker ist. Hier werde ich starten mit meinem Liebling Terminus Hurter. Und da geht auch schon ab. Da jagen sie sich. Die schenken sich ja nichts, die beiden. Mal gucken ab. Flame Serpent mit ihren Giftzähnen durch die Panzerhaut von Termalus Surter kommt. Na. Oder ab. Termalus Surter mit seinem dicken Gewicht die Schlange zu Boden drücken kann. Und da gab es den ersten Punkt für Flame Serpent nach einem, denke ich mal, gelungenen Biss. So, anfangen tue ich jetzt mit Flame Serpent. Und mal gucken, ob jetzt die Panzerhaut von unserer lieben Eidechse Termalus Surter den giftigen Biss von Flame Serpent standhalten kann. Serpent kreist hier um sein Opfer oder ja, oh, das war ein schöner Angriff von Lacerta. Mit seinem kräftigen Schwanz hat er die Schlange ein bisschen zurückgestoßen und oh, da gewinnt Lacerta mit seiner Panzerhaut gegen die Schlange und jetzt steht schon 1-1. So. Mal gucken, wie es jetzt ausgeht. Ab die Schlange ein zweites Mal zubeißen kann. Oder ab ein kräftiger Schwanz hier von Lacerta die Schlange außer Gefecht setzen kann. Boah, da gab es einen Biss, denke ich mal, der Lacerta bisschen ins Rudeln gebracht hat. Aber weil Lacerta ja ein guter Balance-Typ ist, hat er sich gut wieder gerafft, aber das könnte, glaube ich, jetzt der Entscheid sein, oder beide sind zum Pool. Nein, das ist leider ein knapper Sieg für Flame Serpent. Ich finde, Termalus Surter hat sich gut gehalten und ja. Und jetzt kommt ein Last-Minute-Wunsch von unserer lieben Regi alias Pegasus Spinnerin. Die wünscht sich ein Ray gegen Ray Kampf. Einmal den Ray Striker von unserem lieben Masamune gegen den lieben Ray Gill der Sanchez Brüder, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr weiß. Hier werde ich anfangen und hier war beim letzten Mal die Aufnahme leider, ist mir die Kamera leider in die Arena geplumpst. Anfangen wieder werde ich mit Ray Gill, weil er seine Plastik, seine Hartplastikscheibe hat, Spitze. Oh, die beiden geben sich ja keine Pause, meine Güte. Der Ray Gill mit seiner Coach-Up, ich weiß jetzt leider nicht, wie die Spitze von Ray Gill heißt. Und es ist ein knapper Sieg für den lieben Ray Gill. Jetzt starte ich mit Ray Striker. Wow, das war gleich ein kräftiger Angriff von unserem Ray Gill gegen den lieben armen Ray Striker, wie man es nennt, der ihn auch gleich in die Safe Zone kurz geschossen hat. Und die Arena rutscht hier rum und slidet hier rum wie auf Eis. Das sind zwei Bays, die sich überhaupt nichts nehmen. Oh, das wird eng, das wird eng. Aber ich glaube, mit einem halben oder einem Dritteldreher hat unser lieber Ray Striker ein 1-1 rausgeholt. Das Einhorn hat sich gegen das
ja, was es auch immer ist, Wüstenkrokodil oder so rausgeholt. So, starten tue ich jetzt wieder mit unserem Regal. Wow, das war ein Schuss. Und jetzt gerade mal ein bisschen Pause für beide. Boah, da hat sich ja Regal relativ gut aus. Ja, das ist ein 2:1 Sieg für unseren lieben Ray Striker. Jetzt nochmal alle Base in den Ring, wie man es so kennt. So, ja, also, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal ein 3 Best of 3 Match gemacht, weil, wie gesagt, ich erstmal die ganzen Wunschkämpfe abarbeiten wollte. Ich glaube, hiernach folgt erst ein kleines Yugi-Video, weil ich das der lieben Regi versprochen hatte, ihr mal meine ganzen Matten zu zeigen, die ich so habe. Und ich glaube, noch ein bisschen so über Yu-Gi-Oh! Erklären und so. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert, kommentiert, Daumen hoch. Oder wenn nicht, Daumen runter, abonniert nicht, kommentiert nicht. Nein, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, einfach, wenn ihr wollt, abonnieren. Und ich mache jetzt wieder weitere Wunschkämpfe und so. Und jetzt die Tage müsste auch mein Dad Quassel ankommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen hat. Und mein cooler Launcher Grip. Und das würde ich sagen, das war's erstmal. Haut rein und man sieht sich.